Bebauungsplan für Berichte nach IBCS zu begrüßen. Vorab noch ein paar wichtige organisatorische Punkte. Das Webinar wird aufgezeichnet, daher sind die Leitungen auf stumm geschaltet. Gerne können Sie mit uns aber über die Chat-Funktion im Bildschirm unten eingeblendet in Kontakt treten. Bevor wir jetzt anfangen, möchte ich Ihnen empfehlen, auf Vollbildmodus umzustellen. Das ist das kleine Kreuz auf der rechten Seite auf Ihrem Bildschirm. Damit Sie nun auch ein Bild zu der Person haben, die Sie heute durch das Webinar führt, ich begrüße Marita Köpper, die heute das Webinar entsprechend leiten wird. Sie hat sich in dem Thema IBCS entsprechend spezialisiert, ist hier mit dem Fokus Analytics, Finanzkennzahlen und Controlling bei uns intern und natürlich auch bei Kunden entsprechend unterwegs. Und ich freue mich jetzt, Marita, dir das Wort hier übergeben zu dürfen. Ja, guten Morgen. Ich denke, wir legen auch gleich los und schauen uns mal an, was wir heute besprechen. Da wird es zuerst mal darum gehen, Informationsdesign in der SAP BI-Landschaft darzustellen. Dann machen wir uns an die Elementarbausteine für IBCS angelehnte Berichte. Und dann stelle ich Ihnen einen Entscheidungsprozess Baum vor, den man bei jedem Bericht eigentlich benutzen kann. Er wird vorgestellt und dann wird es eine ganze Reihe an Beispielen dazu geben. Also zuerst mal, was heißt denn eigentlich Informationsdesign in einer SAP-Landschaft? Da habe ich jetzt einfach mal eine ausgewählt. Aber zuerst heißt es, darüber müssen wir uns im Klaren sein, es ist eine Standardisierung an der Schnittstelle zwischen Datenmanagement und Datenkonsumtion. Damit geht es auch darum, dass wir darüber reden, also Standardisierung im Dashboarding, im internen, externen Reporting, in der Planung, im Self-Service-BI-System oder in einem SAP Advanced Analytics System. Hier haben wir mal einen Bildschirm, dass wir dann wirklich sehen, okay, wo kommen die Standards rein? Das sind oben genau die Schnittstelle, wo es aus dem ganzen Datenmanagement in die Konsumption der Daten geht, an den Anwender geht. Konkret suchen wir uns jetzt das IBCS-System aus, Informationsdesign-System aus und zeigen mal, welche Bausteine wirklich notwendig sind, damit man da oben eine Standardisierung hinkriegt, die man da unten im Übrigen ja schon weitgehend hat. SAP selbst ist eine Standardsoftware, die nur individualisiert werden kann, aber da oben hat es in vielen Fällen diese Standardisierungselemente noch nicht. So, also, jetzt gehen wir mal auf die Probleme ein, die sich aus der Situation eigentlich so normalerweise in einem Unternehmen stellen. Wenn wir daran denken, wie ein System heute aussieht, dann ist es doch, dass noch sehr oft viele sehr verschiedenartige, geschmückte Berichte gibt, dass die Anwender selbst versuchen, Ad-hoc-Berichte zu machen, die dann alle anders aussehen, wo nicht darauf geachtet wird, dass zum Beispiel Skalierung eine ganz große Rolle spielt, wenn man visualisiert. Also für mich eigentlich doch noch ein ziemlich blühendes Berichtssystem, mit dem jeder Konsument irgendwo dann doch konfrontiert wird. Wenn wir jetzt von einer Vereinheitlichung sprechen, dann müssen wir vorne wesentliche Elementarbausteine schon sehen. Das ist nämlich, wir müssen vereinheitlichen im internen und externen Berichtswesen. Wir müssen sehen, dass wir sehr viele Adressaten haben. Wir haben viele Hierarchieebenen, wir haben es mit Organisationseinheiten zu tun, Unternehmen, Abteilungen, Werke, dann haben wir verschiedene Bereiche, Finanzen, Logistik, Vertrieb. Und das alles ist bedingt eine immense Komplexität, wo
sehr oft dann wirklich so die Anker fehlen. Dann ist es so, dass für die Umsetzung der Systeme im EBCS selbst noch relativ wenige Hilfsmittel im SAP-Umfeld zur Verfügung stehen. Wir haben das zwar in der SAP Design Studio, dann ist die SAP Analytics Cloud, die ist ECS zertifiziert. Dann gibt es Add-ons, zertifizierte Add-ons, das ist Graphomate und ChartMDS. Und wir haben es, was die Probleme bei der Standardisierung angeht, aber auch mit Problemen im EBCS selbst zu tun. Also da habe ich jetzt mal einfach, nenne ich Ihnen da die Skalierung bei Navigationssystemen. Das ist ein Thema, was wir im nächsten Webinar dann mal ansprechen müssen, weil es wirklich Probleme der Regeln selbst gibt, die ich aber jetzt hier nicht ausführen möchte. So, jetzt, was ich Ihnen jetzt zeigen will, ist einfach mal ein Ansatz, wie man diese Komplexität verringern kann, indem wir wirklich Elementarbausteine zeigen für ein Berichtssystem. Was damit bezweckt wird, ist, dass die Konzeption der Berichte selbst und auch die technische Umsetzung dann in der Folge selbst vereinheitlicht wird, dass alles besser überschaubar wird, dass sie einfach und dass es vergleichbar wird. So, das, was wir da aber auch sehen müssen, also was mir wichtig ist, bevor wir jetzt da reingehen, das ist, ich werde Ihnen, es, ja, es ist relativ einfach, was ich Ihnen zeige, aber gerade in der Einfachheit liegt eigentlich der Anker dafür, dass man sich daran orientieren kann und streng bei der Sache bleibt. Also, welche Elementarbausteine haben wir für IBCS angelehnte Berichte? Ich baue das auf anhand einer Muster-AG und sage mal, was die denn eigentlich braucht. Also die braucht Header auf Berichten, die braucht Tabellen, die braucht Strukturdarstellungen, Zeitdarstellungen, Szenarien mit Abweichungen, absolute und relative Werte, Beiträge und Wasserfälle. Jetzt fangen wir mal mit dem Header an. Also, der Header ist in jedem Bericht oben. Nach IBCS beschreibt er in der ersten Zeile die Organisationseinheit, dann in der zweiten Zeile FAT, die Kennzahlen, Kennzahlengruppe mit der Einheit und in der dritten Zeile werden die Szenarien spezifiziert. Da haben wir jetzt die Muster AG als zweites Beispiel, verkaufte Produkte in 1000 Schweizer Franken. 2017 ist von Januar bis November, Budget von Januar bis Dezember. Also damit weiß ich schon, was da in dem Bericht auf mich wartet. Oder das nächste unten, Furniture Incorporation, Contribution Margin in Millionen Euros. Das ist der Bericht für 2015. Die Actuals, der Forecast. Dann wird mir das, die Abweichung zum Vorjahr, zwar in absolut, hier unten, in absolut und in Prozent gezeigt. Also ich weiß schon als geübter Leser genau, was wird mir der Bericht zeigen. So, das nächste, was ein Bericht braucht, sind Tabellen. Da habe ich jetzt mal eine IBCS-konforme Tabelle zur Seite Ihnen gestellt. Da sehen Sie die Beschreibung. Es geht um eine G&V. Previous Year, die Kolonnenzahlen, dann Actual Year Plan. IBCS beschreibt ganz genau, wie die Linien aussehen, wie die Abstände aussehen, die Linienstärkung, wie die Ergebnisse hervorgerufen werden und so weiter. Also da wird uns ganz klar vorgegeben, wie wir das kreieren. Dann braucht die Muster-AG-Struktur. Das ist im IBCS immer ein Balkendiagramm. Also Finanzkennzahlen, Ergebniskennzahlen, Produkte, Filialen, egal welchen Schnitt Sie nehmen, es ist immer ein Balkendiagramm.
dann braucht unsere Muster-AG Zeit. Zeit sind im IBCS immer Solldiagramme, Tag, Woche, Monat, Quartal, Jahr, Jahre. Also es wird immer in einem Solldiagramm dargestellt. Dann braucht die Muster-AG Szenarien. Das ist, da hat IBCS auch Vorgaben, indem man sagt, okay, Actual Year, da entscheiden wir uns für dunkelgrau, Previous Year für grau, Forecast ist schraffiert und Plan, weil er ja auch noch wirklich weit davon weg ist, konkret zu werden, ist quasi blank, also einfach nur umrandet. So, dann braucht unsere Muster-AG absolute und relative Werte und Abweichungen. Also das hier, das sind Abweichungen, die sind die sind stehen für absolute Werte. Hier diese stehen für relative Werte. So. So, dann braucht unsere Muster-AG, die braucht Beiträge und Wasserfälle. Das sind im Grunde genommen eine Entscheidung meistens für den schon etwas geübteren IBCS-Anwender. Sie kennen das vielleicht auch von Präsentationen oder wenden das schon an. Es ist eine sehr schöne Darstellung, wenn man jetzt wirklich auch sowas wie Year-to-Date-Darstellungen machen will, dass man das genau mit diesen Wasserfällen oder mit den, ich nenne es Beiträge, zeigen kann. So, jetzt haben wir nochmal alle Sachen zusammen. Also wir brauchen den Header, wir brauchen Tabellen, wir brauchen Struktur als Szenarien, absolute und relative Abweichungen und wir brauchen Beiträge. So, jetzt machen wir mal ein paar Beispiele dazu. Also wir haben da im ersten Fall eine Struktur. Da sehen wir, okay, das ist auf jeden Fall ein Balkendiagramm. Wir haben es mit dem Actual Year zu tun und absolute Werte. Die zweite Darstellung hier unten, da haben wir jetzt noch absolute Abweichungen dazugenommen und wir haben auch noch relative Abweichungen dazu genommen. Was mir da wichtig ist, bei IBCS ist sehr viel immer im Detail. Das zeige ich Ihnen jetzt mal exemplarisch hier an dieser semantischen Achse. Also hier diese Achse, ich hoffe, dass das wirklich klar auf dem Bildschirm ist. Die besteht eigentlich aus einer grauen Linie, einer weißen Linie und dann wieder einer grauen Linie. Und wenn Sie sich daran erinnern, das Budget war ja immer einfach also war blank, nur einfach umrandet. Das zeigt mir also, okay, das ist auf jeden Fall eine Abweichung zum Budget. Also auch da sind jetzt Implikationen drin, die einem deutlich machen, okay, ich habe es mit den und den Inhalten zu tun. So, jetzt haben wir mal so ein Beispiel für Zeitszenarien und Abweichungen. Das haben wir ja gesagt, die Zeit, die ist immer im Säulendiagramm. Da haben wir jetzt hier das Actual, dann haben wir das Budget schraffiert. Das ist jetzt mal unser erster Teil. Darüber kommt dann die Abweichung, die wir haben, in dem Fall zum Budget und zwar absolut. Wird mir gezeigt, dass dadurch, dass das selbst Balken sind. Und darüber zeigen wir dann nochmal das Actual zum Budget relativ, was diese dünnen Linien sind mit kleinen Aufsätzerchen. So. So, als nächstes nochmal so ein Beispiel. Das unterscheidet sich dann insofern, als dass hier unten haben wir es mit Actuals zu tun. Dahinter läuft das Graue, das ist das Vorjahr. Das Schraffierte hatten wir gesagt, das ist das Szenario des Forecastes. Dann haben wir es hier oben mit den absoluten Abweichungen dazu zu tun. Immer wieder zum Vorjahr, sowohl Ist als auch Forecast. Und da oben die Relativen. Ich will Sie einfach etwas mit dem Aufbau der Berichte, der immer wieder kommt, jetzt mal vertraut machen. So, jetzt reden wir von dem IBCS angelegte Standardisierung, Entscheidungsbaum für jeden Bericht.
Das, was mir dabei wichtig ist, ist, dass man vor Augen hält, dass man in diesem ganzen Wirrwarr, dass man doch normalerweise in so einer Berichtslandschaft in einem Unternehmen hat, dass man da wirklich die Anker braucht. Und der Entscheidungsbaum, der kommt relativ einfach daher, aber letztendlich angewendet, heißt das schon, dass man ein massives Hilfsmittel zur Verfügung gestellt bekommt. Und zwar einmal in Bezug auf die Konsistenzprüfungen zwischen verschiedenen Abteilungen, zwischen verschiedenen Hierarchieebenen, dass man mal wirklich sehen kann, okay, also bei denen ist es so und so ausgeprägt, bei uns ist es so und so ausgeprägt, also wirklich diese Konsistenzprüfungen zu machen. Dann, wenn wir jetzt ein bisschen vertraut mit werden, dann ist es so, dass wir dann auch sehen, dass man damit rationalisieren kann, indem man wirklich dann auch unternehmensweit die Sachen mal übereinander legt und schaut, okay, wo sind Sachen, die zu 80% bei allen so sind und nur 20% Ausreißer. Dann ist es ein Hilfsmittel, also das sehe ich mal wieder in meinen Projekten, wenn ich damit arbeite und gebe das dann nachher dem Techniker, der es umsetzen muss, dann weiß ganz genau, was er einzustellen hat. Also da gibt es dann von ihm, er wird dadurch oder er oder sie werden dadurch sehr schnell, indem sie einfach quasi eine Vorkonfiguration des Systems auf jeden Fall auf dem Papier haben. Das andere, was man auch sehen muss, werden wir im nächsten Seminar dann thematisieren. Wenn ich wirklich ein agiles BI-System entwickeln möchte, dann brauche ich diese Anker. Dann brauche ich die konzeptionellen Elementarbausteine, die mir sagen, okay, so sieht das aus und in dem kann sich dann die Agilität der Daten, die kann sich dann wirklich umsetzen. Aber ohne die Anker ist der Spielraum jedes einzelnen Benutzers einfach zu groß. Okay, fangen wir mal an. Also hier haben wir das. Das ist das Grundgerüst zur Organisation eines Berichtes. Da muss ich Ihnen noch die Informationsdichte erklären. Die Informationsdichte, darunter verstehen wir eigentlich eine separate Darstellung von ausgewählten Informationen. Also wir fangen hier oben an. Wir haben den Header, der kommt auf jeden Bericht. Dann haben wir Informationsdichte und die beschreibt uns dann die Kolonnen, die auf den Bericht kommen. Jetzt haben wir Struktur, was ich Ihnen eben gezeigt habe, Zeit, Szenario mit all den Ausprägungen. Dann haben wir noch die Entscheidung Werte, absolut oder relativ. Und dann haben wir Anzahl Multiples. Fangen wir mal gleich an mit einem Beispiel. Und zwar müssen wir doch, also zuerst erkläre ich Ihnen noch, also Strukturberichte sind konzeptionell, dadurch, dass es dass es Balkendiagramme sind, haben immer einen waagerechten Verlauf. Geht nicht anders. Eine Kolonne kommt nach der anderen und zwar waagerecht. Aber hier hätten wir ja hier zum Beispiel, Actual Year ist grau, das oder dunkelgrau, das Budget ist nur umrandet und absolute Werte, das nächste ist eine Abweichung und das dritte sind dann die relativen Abweichungen. Das haben wir bei einem Zeit, da ist es eben aufgrund der Tatsache, dass es immer ein Säulendiagramm ist, ist es immer senkrecht. Da fangen wir unten an und gehen von da nach oben. Also unten haben wir in dem Fall Zeit dunkelgrau, Budget umrandet, es geht um absolute Werte. Im zweiten haben wir eine Abweichung, die ist zum Ziel, das ist Budget und Beitrag, auch wieder absolute Werte. Und das dritte ist dann oben die dritte ID, so nenne ich das jetzt. Das ist die Abweichung hier zu Budget, relative Werte. So, jetzt machen wir das mal an verschiedenen Beispielen. Und zwar habe ich wirklich Beispiele aus der Praxis genommen, die Ihnen dann zeigen, wie wir vorgehen, wenn wir Konzeptionen machen und helfen uns halt einfach in der Konzeptionsphase
mit dem Entscheidungsraum, den wir dann aber auch nachher als Vorlage für den Programmierer nehmen, der dann die Sachen entsprechend einstellt. Also jetzt haben wir hier zuerst mal mit Strukturberichten. Die haben wir oben, sehen wir hier den Header. Also wir sehen schon Umsatz pro Kunde in 1000 Franken. Dann haben wir 2017, Vorjahr Actual, dann kommt die Abweichung zum Vorjahr in absolut und dann in Prozent. Also wie unser Entscheidungsbaum dann aussieht, dann werden hier einfach sind Balken, die erste Kolonne ist Balkendiagramm, Previous Year, Actual Year, dann Jahresdarstellung absolut, dann das zweite ist auch wieder ein Balkendiagramm, ist Previous Year, Actual Year. Es ist eine Abweichung, aber eine absolute. Und die dritte, die ist einfach, unterscheidet sich nur darin, dass da unten jetzt eine relative Abweichung ist. Nächstes Beispiel, jetzt haben wir einfach eine Tabelle, eine IBCS-konforme Tabelle. Das ist hier, nehmen wir hier oben wieder, die Muster AG, Gewinn- und Verlustrechnung, dann 2017, Previous Year, Actual Year, Plan, Delta, Previous Year, Delta Previous Year in Prozent. Also es steht alles drin. Wir haben die Tabelle und unser Entscheidungsbaum, der sieht sehr einfach aus, indem wir sagen Tabelle, Strukturtabelle. Hier sind die Szenarien. Es ist ja nur eine Tabelle. Das Ganze ist nur eine Tabelle. Dann kommt die Abweichung, wird kommen und dann kommen die in absoluten und relativen. Da hätte ich jetzt noch ein Kreuz machen müssen. Mein Fehler, sorry. So, jetzt haben wir das nächste. Dann haben wir an die Tabelle angeschoben, dann doch noch Visualisierungen. Da möchte ich einfach einen Tipp geben, wenn man bei der Neueinführung von IBCS, wenn man daran geht, dann sollte man am Anfang immer die Tabellen mitzeigen, weil die Leute doch viel Vertrauen daran haben. Also wenn man dann mal ein Jahr mit den Sachen oder ab einem halben Jahr, vertrauen die Leute wirklich darauf, dass das, was visuell gezeigt wird, auch den Tatsachen entspricht. Aber bis zu dieser Zeit ist es immer sehr ratsam, einfach am Anfang mit der Tabelle reinzugehen. Also wir haben hier die Gewinn- und Verlustrechnung 2017, Previous Year, Actual Year, Plan und Plan in Prozent. So, jetzt haben wir hier dazu unseren Entscheidungsbaum. Vorne bleibt unsere Tabelle. Dann als die zweite Informationsdichte haben wir einen Beitrag. Sehen Sie hier den Wasserfall. Und als drittes haben wir die Abweichung. Alles beschrieben hier in diesem Ding. Man muss sich natürlich auch vorstellen, das ist ja nachher der Output, den uns der Programmierer liefert. Der kriegt von uns genau das hier. Aber er weiß genau, was er zu tun hat. So, nochmal eine andere Variante, die unterscheidet, also wenn wir jetzt hier gucken, ich habe Ihnen hier ein Kreuzchen gemacht und frage Sie jetzt mal, okay, wenn jetzt das Kreuzchen ausgefüllt wäre, wie sähe der Bericht anders aus? Also wenn jetzt der Beitrag als Abweichung dargestellt werden würde, da haben wir jetzt diese Übersicht. Sind das nicht in dem Bereich, sind das absolute Werte, sondern es sind Abweichungen. Es ist damit auch, das ist jetzt wieder so eine Information, die gebe ich Ihnen nochmal dazu, es ist nicht gegraut, weil es Bestandswerte sind, sondern es ist Abweichungen und deshalb kommt die Farbe da rein. Also man muss natürlich schon ein paar Sachen vom IBCS kennen, damit man das auch lesen kann, aber die Variabilität in der Konzeption der Berichte zeigt sich eigentlich darin für mich sehr schön. Sehen Sie, jetzt haben wir das hier und dann haben wir hier unten das Kreuzchen und damit wissen wir, okay, unser Wasserfall, den wir jetzt hier in der zweiten Kolonne haben, der ist jetzt eine Abweichung. Ansonsten ist dieser ganze Entscheidungsbaum ist exakt der gleiche wie der vorhergehende.
So haben wir nochmal ein anderes Beispiel. Es geht mir auch darum zu zeigen, was man so alles mit EBCS bauen kann. Das sind jetzt zwei Beiträge von Bestandswerten. Das Delta zum Previous Year und hier das Delta zum Previous Year in Prozent. Haben wir also vier Kolonnen. Wir haben zwei Beiträge. Das erste ist, das jetzt einfach hier mal nehmen, das erste ist das Vorjahr und das Vorjahr wird absolut dargestellt. Also mit den drei Merkmalen, die wir da jetzt angekreuzt haben, wissen wir ganz genau, wie der erste auszusehen hat. Wie der zweite, da unterscheidet sich das im Grunde genommen wirklich nur, indem wir hier anstatt Previous Year das Actual Year ankreuzen und dann bleibt es absolut. Das andere ist wie gehabt, Delta absolut und Delta in Prozent. Jetzt haben wir es damit zu tun, dass wir jetzt nicht nur eine Auswertung auf einen Bericht haben, sondern zwei. Das ist eigentlich auch eine relativ einfache Angelegenheit, indem wir nämlich hier oben in dem Header sagen, okay, wir zeigen nicht nur den Nettoumsatz, sondern wir zeigen den Bruttoumsatz pro Kunden. Damit ist eigentlich auch schon wieder klar, dass es zwei Kolonnen werden, also zwei separate Darstellungen werden müssen. Das heißt also, wir haben da es mit zwei zu tun, weil hier werden die zwei genannt und die lassen sich nicht in einer Darstellung darstellen. Wir haben hier zuerst den Nettoumsatz, dann den Bruttoumsatz und dann sind die Ausprägungen hier entsprechend. So, und jetzt kommen wir noch zu was, was mir eigentlich am Herzen liegt, weil ich doch sehe, dass das immer wieder genau das Richtige ist, wenn man ganz wichtige Kennzahlen hat und will auf einen Blick sehen, wie sieht es denn eigentlich mit der Sache aus. Als Beispiel habe ich Ihnen jetzt vom FINMA-Report, das haben wir ausgewertet und dann mal visualisiert, die Anlagen der Schweizer Versicherungen in ihrer Bilanz dargestellt. Also da haben wir hier die 11 größten und der 12. dann einfach gemeinsam. Wir sehen, wir haben die festverzinslichen Beteiligungen, Immobilien, was immer die haben. Wenn Sie sich das jetzt anschauen, sehen Sie doch, okay, also bei der Swiss Life, das ist ganz klar die größte. Allerdings, was die Fest, also auch insgesamt mit allen anderen, der Balken, der gibt uns an, da ist der Marktplayer überhaupt. Aber wir sehen aber auch, dass zum Beispiel die Gewichtung bei der Swiss Life im Verhältnis zu den festverzinslichen Wertpapieren doch geringer ist als bei den Immobilien. Dass die AXA Leben sogar mehr Hypotheken hat. Also wir sehen doch, wenn wir jetzt noch mehr da sehen, würden wir doch sehr schnell erkennen, wo sind eigentlich die großen Unterschiede. Das ist irgendwas, wenn man Kennzahlen hat, wo man wirklich drauf gucken kann, dann macht es sehr viel Sinn, die in Multiples darzustellen. So, und unser Entscheidungsbaum, der sieht da sehr einfach aus. Der sagt nämlich in dem Fall, das wird ein Balkendiagramm, das zeigt mir die Actuals in absoluten Werten und ich will 12 Multiples sehen. Fertig. Also damit ist im Grunde genommen dann schon alles gesagt, auch für den Programmierer klar, wie er das dann umsetzen muss. Jetzt haben wir Beispiele für Zeitberichte. Habe ich jetzt mal einen Zeitbericht, Muster-AG, Nettoumsatz und Bruttoerlös in 1000 Schweizer Franken. Da haben wir die Actuals, das Vorjahr, das ist natürlich ein Säulendiagramm. Hier kommt der Forecast und darüber kommt einfach die absolute Abweichung zum Vorjahr. Also, dann komme ich eben hier oben, wird gar nichts passieren, es passiert alles in diesem Teil und die Auswahl der Merkmale, die ist im Grunde genommen genauso wie bei den Strukturberichten, da ändert sich ja nichts.
Nur, dass wir hier klar sehen, es gibt eben hier ist die erste ID unten und dann wird da drüber gestellt die zweite. So, mal nochmal einen Bericht. Da sind jetzt zwei Abweichungen drüber. Kann ich relativ rasch drüber gehen, weil ich hoffe, Sie haben das schon gesehen. Es ist immer das Gleiche. Wir haben es mit Säulen zu tun, mit Szenarien, deren Ausprägungen. Wir entscheiden noch, ob es eine Abweichung ist und ob die Werte absolut oder relativ sind. Hier haben wir mal eine Darstellung. Da werden einfach zwei Produkte, also das Premix und das Straight miteinander verglichen. Also die zwei wichtigsten Produktgruppen bei unserer Muster AG. Da wollen wir doch eigentlich mal sehen, wie es mit denen läuft. Klar, bei IBCS sieht man ja doch, also das Premix, das ist weit über dem, was wir geplant haben. Es ist aber, also wir sind weit über dem Vorjahr, sorry, wir sind weit über dem Vorjahr, aber wir sind noch unter dem Budget, während sich so genau die Lage beim Straight nicht zeigt. Also für unseren Entscheidungsbaum ist es aber auch, dass wir da wirklich wieder zwei Produkte haben, die wir darstellen wollen, Nettoerlös, Premix und Straight. Und damit ist es klar, dass wir da zwei Darstellungen haben wollen und hier die Ausprägungen, das kann man sich dann im Einzelnen ansehen, die beschreiben eben genau den Bericht. So, jetzt haben wir noch was anderes. Das ist jetzt, da haben wir eine Here-to-Date-Darstellung und wir arbeiten da in Vergleichen mit Linien. Also das hier ist das Vorjahr. Das ist das Actual Year, das dunkelgraue. Dann das hier, das graue, ist das Vorjahr und das ist der Plan. Also da so ist im IBCS eigentlich eine Year-to-Date-Darstellung möglich. Also das, da zeigt man jetzt nicht mehrere Szenarien hintereinander im Block, sondern da macht es Sinn, dass man die Linie macht. Daneben wird dann noch im Einzelnen aufgedröselt, wie es mit den Produkten aussieht und Abweichungen oder so. Ich will jetzt da nicht im Einzelnen darauf eingehen, wie dieser Entscheidungsbaum jetzt da ausgeprägt ist. Das kann man sich dann im Einzelnen aussehen, aber es ist genau wiederum ein Template für den Entwickler zu sehen. So muss ich die Sache umsetzen. Dann noch ein weiteres Beispiel. Das ist aber eher sowas, was IBCS und das, was man daraus machen kann, zeigen soll. Das ist nämlich eine G&V, die gleichzeitig die EBIT-Marge und die Bruttogewinnmarge zeigt. Man sieht das Betriebsergebnis und zwar pro Quartal, dann die Aufwendungen, Umsatzkosten und Umsatz. Also angefangen natürlich vom Umsatz, den Kosten, die Aufwendungen und dann das Betriebsergebnis und gleichzeitig doch sieht man, okay, wie hat sich das denn entwickelt über die Jahre prozentual in meinen klaren Kennziffern. Auch das lässt sich natürlich in dem Entscheidungsbaum relativ einfach darstellen. So, jetzt haben wir als letztes nochmal ein Multiple. Das habe ich von der Homepage von Professor Hichert, der ja eigentlich für das IBCS steht, der Urheber und Erfinder der wesentlicher Richtlinien, aber auch derjenige ist, der die Sachen, die wichtigen Sachen zusammengeführt hat und einen Standard darauf entwickelt hat. Und da ist jetzt, haben wir ein Template für Multiple wieder. Also was ich Ihnen eben schon gesagt habe bei den Strukturdaten oder Strukturberichten, ist es so bei wesentlichen Kennzahlen, die man sehen will, ob das jetzt Unfalltote sind oder Wartezeiten, was immer man hat, dann bietet sich wirklich das Multiple an, weil wenn man sich darauf verlassen kann, dass die Größenverhältnisse, die da angezeigt werden, auch diejenigen sind, die man, die der Wirklichkeit entsprechen, dann macht es doch Sinn, dass man das so auf einen Blick sieht. Also hier sehen Sie ja, dass Berlin
weitaus, also das Größte ist, das Massivste, dass es, dass dann Bordeaux im Verhältnis doch nah am Durchschnitt ist. Die Ausreißer in den Monaten, also Lyon, aus irgendeinem Grund wird sich da der September sehr gut, da kann man dann macht es auch Sinn, dann weiß ich, okay, was war denn in Lyon, wieso haben denn die so einen höheren Umsatz und kann mal forschen, woran das liegen kann und finde unter Umständen wirklich die Inhalte, die ich auch bei anderen Filialen einbinden kann, damit es da auch gut läuft. Das heißt, dann wird Bericht wirklich explorativ. Das kriegt man mit einer Excel-Tabelle oder einem nicht standardisierten Bericht so nicht hin. Das möchte ich jetzt mal hier so behaupten. Also für unseren Entscheidungsbaum, um aber wieder darauf zu kommen, ist es so, dass auch wieder eine sehr einfache Angelegenheit. Ich muss unten einfach die 15 angeben und dann weiß man doch weitgehend, was man damit machen soll. Okay, da sind wir jetzt auch schon. Wenn Sie Interesse haben, mal zu sehen, welche Varianten man überhaupt so im IBCS hat, dann empfehle ich Ihnen bei uns auf der Homepage unsere Broschüre bzw. unser Buch runterzuladen, in elektronischer Form natürlich. Und zwar haben der Michael May und ich die 100 wichtigsten Finanzkennzahlen visualisiert und verschiedene Varianten gezeigt, die man mit Hilfe von IBCS einfach anwenden kann und welche Ergebnisse bekommt. Es ist eigentlich ein Katalog, wo man, wenn man sich das ansieht, entscheiden kann, ja, so und so will ich es haben, also die Grundsätze, so und so will ich Abweichungen dargestellt haben, so und so will ich Tabellen dargestellt werden und so weiter. Okay, und damit wären wir auch eigentlich schon am Ende. Aufbauend auf diesem Seminar werden wir nochmal am 4. Mai ein Seminar abhalten. Da geht es um Navigationssysteme nach IBCS und die werden sich genau auf die Inhalte des jetzigen Seminars beziehen. Also von daher würde ich mich freuen, wenn Sie dann auch dabei sind und darf ich verabschieden. Ja, dann von meiner Seite, Marita Köpp, nochmal ein herzliches Dankeschön für die transparenten Ausführungen im Webinar und auch natürlich nochmal die Einladung, hier unsere Webseite zu besuchen, tiefer in das Thema einzusteigen, Detailinformationen natürlich entsprechend hier abzurufen, beispielsweise auch über die Lösungen, die wir auf Basis der SAP Analytics Cloud hier aufgestellt haben und White Papers zu vielen anderen Themen. Ansonsten hier nochmal meine Kontaktdaten und jetzt auch die Möglichkeit, vielleicht abschließend nochmal Fragen im Chat zu stellen, auf die wir dann direkt eingehen können. Dafür würde ich Ihnen jetzt nochmal kurz Zeit geben.